Hi Leute, willkommen zurück zum dritten Teil von Europa Universalis 3. Haha, nee, und ja, wieder mit denselben. Master Shot, Marius und Nitek. Ja, letztes Mal haben wir einen Krieg im Mittelmeerraum angefangen, beziehungsweise wir nicht, sondern Marius. Ja, Marius. Nein! Würzburg ist gerade beigetreten. The hell? In dem Viel Spaß Krieg. beim Sturm. Nitek! Ich kann gerade nicht helfen, ich muss mich gerade um Dings kümmern. Ich kann auch gerade nicht helfen. Ach komm, ey, mich. Natek, wo ist deine Flotte? In deinen Hafen. Kannst du die mal rausschicken, wenn sie wieder repariert ist, bitte? Ja, das dauert noch, Ja, das okay. dauert noch. Die meisten Schiffe sind bei 30%. Okay, ja gut, okay. Ja, und danach gehen wir raus, damit ich Sardinien erobern kann, wenn es geht. Damit du heute Versucht nochmal auf. irgendwie die nepalesische Armee in Moria anzugreifen. Ah, im Moment sieht es noch gut aus für den Anfang. Die Lage ist noch stabil. Also, meistens geht. Ja, okay, das Ja, die Flotte von Venedig wurde Ich gebe nicht dir einen kleinen Tipp, festgesetzt. Master Shot. Anstatt mit deinen 13.000 Mann auf eine Provinz rumzugammeln, geh erst durch alle Provinzen durch und zerstört und mach die großen Armeen Problem ist, fertig. wenn ich laufe, schließen sie sich alle zusammen und meine Armee ist tot. Ja, dann Deswegen rekrutier schon rekrutiere halt noch ein Söldner. paar. Ja. Ne, ich bin aber schon an der Grenze. Ja, ist doch egal. Ja, warte. Muss gerade auch auf Staatskasse gehen, weil ich kein Geld habe. Oder Oh, Minus gut, das Geld ist noch. natürlich. Ja, Nati, du kannst übrigens mal auf 3 stellen jetzt. So, Oh. jetzt. Jetzt gibt's auch die Fresse hier. Jetzt. Auf die Phrasen. Nee, weißt du, was jetzt passiert ist? Ich habe mit Meißen und Braunschweig Frieden gemacht. Und jetzt greife ich die normale Armee von Thüringen an. Ich verfluche dich, Realität. Die Da war Truppen. eben ein Master of Mind minus 0,10 und damit ist er weg gewesen, wo ich ihn gesehen habe. Also Information, ich habe die Truppen, die ich da gerade aufgelöst habe. Ich habe die deswegen. Geil. Master Shot, kann ich kurz. Ja, Die Truppen habe ich nur deswegen aufgelöst, weil wir über der Truppengrenze sind und deswegen bekomme ich so relativ wenig Geld momentan. Deswegen habe ich kann das ich jetzt jetzt. gerade eben gemacht. Ja. Guck mal, Frankreich, Ungarn und Salzburg machen gerade Böhmen kalt. Da Fug. Nö, warum nicht? Raphael Rietzel. Oh Gott. Mein General. Der Raphael. Ey Marius, was macht die Walachei bei dir? Walachei, was? Das ist die Walachei bei dir. Ja. In Edina oder wie das heißt. Ist das nicht der Verbündete von dir? Doch, also. Ja. Peace Offer von Venezia, nein. Immer diese netten Angebote, dass ich zahlen soll. Ja, obwohl man gewinnt, muss man Okay, ich glaube, bezahlen. meine Armee ist tot. Gegen Ach wen? nee. Also. Dann gib halt den Mamelucken ein paar Provinzen und gut ist. Ja, pff, es sind einfach zu viele. Es sind zu viele! Deswegen Wir sage ich, müssen gib uns halt den zurückziehen. Mamelucken die Provinzen da unten. Die brauchst du jetzt erstmal nicht, oder? Doch, die brauche ich. Für? Für die Mission, deswegen habe ich sie erobert. Welche Mission hast du denn? Diese Provinzen zu erobern. Recover, aber nicht die da unten. Doch. Sicherlich nicht die von Armenien. Ja, Armenien ist mein Vasall. Ja, dann gib halt die Provinzen ab. Geht es nicht? Ich dachte immer, das geht. Also ich weiß ja, dass die Ottomanen eigentlich relativ stark waren, aber was zur Hölle passiert hier gerade? Die schrumpfen ja gerade auf ein Minimum. Also wenn du willst, mit Neapel könntest du rein theoretisch auch Frieden machen, Marius. Nein. Warum nicht? Also, was soll ich nochmal? Sardinien willst du, gell? Ja, Nick. Ja. Warte, einfach mal die Flotte von Venedig kommt jetzt nicht gerade in dem Moment auf mich zugerast.
Oh, zusammen bilden wir eine süße Flotte. Ah, warte, geschwind, ich muss noch 3000 Mann kurz herziehen. Warte, geschwind. Ah, da war's wieder. Ja, hier, Janik. Ah, wir sind ja nicht mehr im Menü, schade. Da könnte ich nämlich jetzt das Spiel beenden. Peace offer from Mamelux. White Peace, accept. Ja, aber versuch halt mal die. Ah, du brauchst da gar nicht drauf gehen, Natek. Warum? Was? Weil ich die Provinzen erobern muss. Ja, ich. Also, stimmt, das sind ja gar keine Soldaten. Ja, okay, dann befreie ich meine eigenen Dinger gerade. Deine eigenen? Ja, die sind bei mir gelandet. Aber ich muss auch nochmal bei den Mamelucken Frieden schließen. Oh, ich brauch dann da gerade kurz. Ah, ne, doch. Warte mal, kannst du kurz mit deiner Flotte da bleiben? Ja, da ist nämlich eine mamelukische Flotte. Ich weiß nicht, bist du mit den Mamelucken auch im Krieg? Nein. Oh oh. Nicht mehr. Aber wir sind noch mit den Mamelucken eigentlich im Krieg, oder? Ich schon. Ich nicht. Kann ich mit den Mamelucken Frieden machen? Weil ich schlau war. Nein, weil du selbstsüchtig warst. Warte, ich muss einen Frieden mit den Mamelucken machen, so leid es mir tut. Wozu? Ich ein Problem schon habe. Ja, fuck. LOL. Ja, geil. Jetzt ist meine Flotte tot. Eh nicht. Doch? LOL. LOL. Also mit Sardinien kann ich einen Frieden machen. Ich komme da momentan sowieso nicht drauf. Da oben ist sie. Ja, nee, 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 nee. Ich kann keinen Frieden mit dem Mann, aber wir müssen venedischen Frieden machen. Ja, aber nee, Dings, Marius kann vielleicht Frieden mit denen machen. Könnt ihr nicht mal irgendwie in Neapel oder so landen? Ja, pff, ich bin, hab gerade Verlust erlitten. Ihr marschiert durch die Papststaaten und belagert was in Neapel. Naja, warte mal, ich muss mal kurz warten, warte mal schon, bis mal, ich krieg jetzt hier gleich noch ein paar. Nighty, was du eigentlich mit deiner Flotte machen könntest, im Golf von Venedig, du musst mal die Truppen, die Flotten da töten, weil ich hab ein Problem, ich krieg meine Truppen nicht von Venedig runter. Ja, da musst du mal kurz chillen, weil, wie heißen die Dinger nochmal, weil Sardinien nervt mich gerade in den Gascognien Labor. Na gut. Friesland hat eine umkämpfte Nachfolge. Ja, und die ist in Deutschland. Okay, da will ich es mal nicht nehmen. Ey, Schottland, Royal Marriage, maybe? Ey, Mailand, Nachfolgeprobleme? Ich kann aber nicht gegen ihn kämpfen. Wie lange muss er warten? Ja, du hast Nachfolgeprobleme, sagt er. Nee. Hier, umkämpfte Nachfolge. Hab ich aber nicht. Soll ich mal deinen Thron claimen, dann wirst du sehen, dass du Nachfolge hast. Deinen Thron claimen. Ich hab einen Erben, also von dem her. Ja, aber er sagt, dann ist der Anspruch vielleicht schwach oder mittel. Naja, ich auch. Schwach und ich hab einen Regency Council. Oh, Regency Council. Council. Boah, mein Nachfolger ist schon 20 und der Typ, den ich jetzt spiele, der ist ein richtig alter Knacker. Das magst du doch, Master Shot. Nein. Und halt, vielleicht schießt du ja auf Männer, aber ich nicht. Ich sicherlich nicht. So. Ich. Was macht Neapel jetzt schon wieder hier oben? Ach, ich bin mit ihm im Krieg. Oh. Ja. To the administration, Kulturtradition. Naja, natürlich Kulturtradition. No, Kulturtradition is very nice. What the f... Learn English for fuck's sake. So, Mission geschafft, Krieg vorbei. Ich kann die Geschwindigkeit vielleicht noch ein bisschen runterdrehen. Nee. Weil 3 schon extrem lahm ist, meiner Meinung nach. Ich spiele auf 4 normalerweise. Ich spiele auf 6. 6 gibt's gar nicht. Eben. Richtig. Mann, Neidek, ich brauche deine Flotte hier. Sonst habe ich ein Problem. Yeah, prepare for die. Prepare for die. Ich komme. Well, so. Mailand, Neapel wird gerade besetzt, aber davon möchte ich nachher was haben, gell? Dann. Jetzt muss ich Württemberg vasalisieren, willst du mich verarschen? Würde ich mit Böhmen in den Krieg kommen?
Beziehungsweise ich kann mir ja nachher selber was fordern, oder? Na, jetzt kommt die Ideen zu dir. Ich hab doch gesagt, du sollst die lieber einnehmen. Ja, ich kann nicht. Meine Flotte ist tot. Hast du eine Kogel gebaut? Ja, ich hab eine Kogel. Gut, dann, dann protect ich deine Kogel gleich. Ja, erstmal muss ich gucken, damit du in den Golf von Venedig kommst, damit du mich mal. Erstmal muss ich gucken, welche Belagerung hier gewinne. Yannick, du bist belagert. Ach. Sag bloß. Gegen wen hast du? Venedig, Neapel. Ja. Weißt du, Marshall, das ist wieder so ein, Geistesblitz wie bei mir in dem Great War Spiel stand. Ey, Nightic, du hast Rebellen. Toll, 038, Infamie. Ja. Jetzt kommt eine riesige Einheit und tötet eine komplette Armee. Ja, dann kannst du mit Ferrara Frieden schließen. Ja, eigentlich schon, ich weiß auch noch nicht. Nee, kann ich nicht. Also ich kann, da es nur eine Provinz ist, kann ich nichts für dich fordern. Ja, dann, ja, keine Ahnung, mach irgendwas, Geld oder so, meinetwegen. Ja, ich hab jetzt gerade mal eine Armee von den Mamluken vernichtet. Vielleicht kann ich dann bald Frieden schließen. Ja, dann versuch du mal, ja, von mir aus kann ich mit Ferrara irgendwie Frieden machen. Beziehungsweise, warte, nee, mach keinen Frieden mit Ferrara. Weil? Weil ich kann ja nachher durch, ich mach ja nachher Frieden mit, mit Venedig, weißt du, und dann kann ich ja fordern, was ich will, weißt du. Nachher. Habt ihr auch irgendwie eine Chance, feindliche Flotten aufzureiben? Ja, wenn Nightic mal kommt, dann ja. So, bin unterwegs. Entschuldigung, ich bin auch nicht mehr der Schnellste. Ja. Yay, Government Technology. Also der Krieg bei mir ist jetzt aus, ich habe gewonnen. Tschüss. Was hast du eingenommen? Nichts, ich habe vassalisiert. Du hast Vasallen? Moment. Ah, du hast jetzt... Warte mal. Du hast jetzt Thüringen und Würzburg als Vasall. Ja, dabei bekommen. Schnieke. Dabei bekommen. Ach, Sardinien, willst du wieder landen? Hier, komm, Flotte ins Maul. Oh fuck. Oh, schon gewonnen. Da steht jetzt ein Riesenschriftzug Bayern. Ein Riesenschriftzug. Riesig ist was anderes. Warum eigentlich ist Balikesir jetzt von der Walachei besetzt? Ich war als erster da. Vielleicht, weil du deine Truppen zusammengeschlossen hast. Nein, eben nicht. Nein, Deck, jetzt wird's Zeit. Bin doch schon da. Danke. Gewonnen, jetzt kannst du abhauen. Ja, ich möchte nicht alle Truppen, falls die da irgendwie wieder landen mit irgendwas. Schick alle Truppen. Naja. Warum wollen die Blöden am Blöden nicht mal Frieden schließen? Jetzt habe ich sogar eine Münze von ihm besetzt. Da kommen die Mamelucks. Oh, da bist du drüben, dein Glück. Guck mal, so, die Venezianer. Ja, jetzt könnt ihr rein theoretisch zu mir darüber kommen nach Parma. So, Neapel ist jetzt weißer Frieden. Was, bist du blöd? Nein. Alter, ich hab grad die besetzt. Ja, und ich hatte die ganze Zeit deren Flotte im Arsch. Ja, geil, dankeschön. Bitte schön. Du kriegst da bei dir Provinzen. Ja, ich wollte auch von Neapel Provinzen erobern, wenn es die noch nicht aufgefallen ist. Was willst du denn von Neapel? Schon mal ein paar Provinzen davon erobern. Da sind noch die Papststaaten dazwischen. Ja und? Das war der optimale Dings, um die Stadt zu schwächen. Also in Sardinien? Sardinien könntest du jetzt theoretisch angreifen, da ist keine Sau. Ja, mach ich jetzt auch gleich, warte mal schon. Ich muss jetzt hinkriegen, Rhodos und Kreta zu besitzen. Und Naxos. Muss gerade kurz noch ein paar Venezianer töten. Eine Sekunde. Ja, 10 Kulturtraditionen ist besser. Oh, die Belagerung bei Leopold geht gerade sowas noch auf den Senkel. Ich kann ja schon Konstable-Dinger bauen, das ist geil. Was? Du kannst schon bauen? Ja. Ah, ich kann auch gleich bauen, noch ein paar. Ich bin kurz davor. Und ich brauch gleich mal eure Flotte. Das ist gar nix. Das
als erstes muss Neidig jetzt mir als Entschädigung helfen dafür, dass du verkackt hast da unten. Was entschädigt? Die ganze Zeit die hier, wo habt ihr die Hilfe bekommen, hä? Nein, nein. Erstmal muss jetzt mal eine Kogge darüber. Dein Kock. Dein Kock. Wo ist denn deine Flotte, Natik? Kann ich dir das mal kurz vorstellen? Meine Flotte. Ach so, die muss ich erstmal hochschicken. Ah ne, da ist sie ja schon. Guck mal da. Ja, ich würde mich jetzt beeilen, du. Ja, ich bin auch unterwegs. Schnell, bevor die Mamelucken kommen. Ja, das finde ich immer sowieso so geil. Woher wissen die, dass ich meine Flotte da gerade rausziehe? Außerdem musst du nicht unten hingehen. Du kannst auch da jetzt landen, wo du bist. Schick dir einfach schnell drauf und klick sofort auf Sasari oder wie das heißt. Ja, mach ja, mach ja. Die kommen rechts, schicken, weg, schicken schnell, schick die Flotte weg. Mach ich doch. Ah, oh, fuck. Zu spät. Und jetzt ist wieder ein Anlauf, Robins. Und schon wieder eine Kogge weg. Ich dachte, deine Leute können wenigstens rüberlaufen. Nee, oder sterben die? Sterben. Nee, die sterben. Also, mach doch richtig behindert, woher? Frieden. Woher wissen die scheiß Mamelucken, damit ich da meine Flotte rausziehe? Hier, du kannst doch jetzt retreaten lassen. Retreate deine Flotte. Meine Flotte ist tot. Soweit, also ich konnte einigen Seeschlachten auf meine Flotte noch retten, also ja, halt. Ich find's zwei Schiffe sind. So, wo kann ich jetzt einen Constable bauen? Tags, wo hab ich am meisten in London bauen? Ich will eine neue Mission haben. Was hab ich hier auch für eine Mission? Ach stimmt, vasalisiert Schottland. Die Mission, die ich vorhin gebraucht hätte, aber nicht bekommen habe. Langsam, sag mal, gibt's hier langsam. Ja? Müssten wir mal einen Frieden schließen, weil... Mal Frieden mit den scheiß Mamelucken, da hast du sie dir auf dem Hals. Jo. Siege of Labour, endlich. Die Dings wollen mich doch verarschen, oder? Die komischen Venezier. Ich kann nicht mal eine Provinz fordern. Was? Meine Frage, Marius, kannst du vielleicht Frieden mit Sardinien schließen? Irgendwie. Kannst du dich einfach Sardinien fordern? Das geht nicht. Nein, Sardinien hat 0%. Aber kannst du keinen Frieden machen irgendwie? Warte mal. Ich hab grad eine andere Idee. Ja. Ich schick einfach meine Leute vor auf Sardinien und du schickst einen vor und während ich die Belagung weitermache, kommst du hin und du belagerst dann weiter. Ich komm doch gar nicht auf die Provinzen erst drauf. Ist ja das größte Problem. Da muss man Frieden mit dem Mamelucken machen. Ja, mach jetzt auch. Weil mir bringt der Krieg da unten auch nichts. Helfen kann ich auch nicht. Ja, also, danke, dass ihr mich allein lasst, ne? Ja, ey, Marius, ja, wir können nichts machen. Krieg bekommen. Ja, wie soll ich denn, wie soll ich dir denn helfen? Ich habe für dich in Italien gekämpft. Und da hast du mich ja, verarscht. Ja, weil du da Provinzen kriegst. Deswegen hast du für mich in Italien gekämpft. Ja, und da unten kann ich nicht kämpfen, weil bis ich wieder da unten bin. Deren Rufkosten auf mich gehen. So. Frieden mit den Mamelucken. Ja, sehr witzig. Island! Haben wir schon genau Royal Marriage? Deren ganzen Flotten fertig werden. Ja, ich kann da, das soll Neidig machen. Ich habe keine Flotte Neidig mehr. Neidig hat schon Frieden geschlossen, schon vor dir. Ja. Ich hatte keine Flotte. Ich baue gerade wieder eine Kogge, um mal nach Sardinien überzusetzen. Wie genau soll ich jetzt nach Kreta, nach Naxos kommen? Wie gesagt, ich kann dir nicht helfen. Musst du halt einen Frieden mit den Mamelucken schließen. Ja, und wie soll ich das machen? Keine Ahnung. Ist ja, das artet hier richtig Bischfeil aus, Mann. Oh, das kann ich mir leisten. Wann haben wir eigentlich die Aufnahme angefangen? Gute Frage, ja. Egal. Vor der Viertelstunde, glaube ich. Viertelstunde ist sicherlich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir machen dann mal einen Cut rein. Kurz einen Cut. Jo, also dann danke fürs Zusehen soweit wieder und bis zum nächsten Part.